So, okay, also ich muss mich ja noch gerade so ein bisschen um eine Masterarbeit kümmern, da ist dann das hier noch mal rausgekommen. Und jetzt geht es hier um Named Data Networking. Und die Sache ist jetzt halt, dass man sich mal ein bisschen angeguckt hat, ja, wo kommt eigentlich die Architektur von IP her? Und wie benutzen wir eigentlich heutzutage das Internet? Und zu damaligen Zeiten, als IP entworfen wurde, hat man sich natürlich stark am Telefonnetz orientiert. Und dann hat meistens eine Person die andere angerufen. Die haben ein bisschen miteinander geredet und um das irgendwie sicherzustellen, brauchten halt beide Teilnehmer in Adressen. Also jeder brauchte eine Telefonnummer. Dann hat man sich bei IP halt auch gedacht, ja, das ist auch eigentlich keine so schlechte Idee. Und das hat auch damals halt eher noch so die Nutzungsmodelle halt. Also das haben wir auch damals gebraucht, weil damals hatte man halt Rechner. Da konnte halt einer irgendwie speichern, weil eine dicke Platte hatte, ein anderer Rechner hatte halt einen Drucker dran und ein anderer Rechner hatte vielleicht das Keyboard oder so. Also da gab es halt schon irgendwie dedizierte Aufgaben und man musste halt, die einzelnen Rechner mussten so ein bisschen miteinander kommunizieren. Mittlerweile ist das ja alles in ein Gerät reingewachsen und gleichzeitig hat sich dann halt auch so die Nutzung des Internets halt so ein bisschen geändert. Also früher gab es ja Newsgroups und da haben sich ja Leute dann immer ausgetauscht und jetzt gucken wir alle uns Katzenbilder und irgendwelche Videos auf YouTube an. Das heißt, über Katzen. Das heißt, das Problem oder was jetzt eigentlich viel mehr auftritt, ist ja, dass irgendwie zum Beispiel ein Großteil des Internet-Traffics durch YouTube entsteht und das ist ja eigentlich jetzt eine ziemlich asynchrone Geschichte. Und dann hat man sich jetzt bei Named Data Networking gedacht, ja, das skaliert eigentlich auch nicht so gut, denn wenn es Provider-Seite keine Optimierung wie YouTube-Caches gibt, dann wird jedes Video erneut von YouTube hierher übertragen. Und wenn wir jetzt alle gleichzeitig dasselbe Katzenvideo angucken, dann wird das Video gleichzeitig mehrmals hierher übertragen. Und das ist ja eigentlich relativ ineffizient, weil das Video nur einmal übertragen werden müsste und dann könnten es alle sehen. Und deswegen versucht man so ein bisschen halt das anderes Protokoll zu definieren, wo das jetzt, wo die Verteilung halt so aussieht und das nicht mehr alles gleichzeitig passiert. Und dann versucht man halt noch ein paar andere Sachen zu optimieren. Also erstmal sollte dann halt auch die Anfrage nicht wie bei Multicast passieren, also dass alle gleichzeitig das Video anfragen müssen, sondern man sollte es auch zeitlich unabhängig schaffen. Also das ist halt so, ja, wie im RAM oder so, weil ich denke, das mit dem Caching im Rechner auch funktioniert. Und ein anderes Problem ist halt auch noch, dass man halt die Daten, wo sie herkommt, das muss ja auch verifizierbar sein. Das Problem ist ja auch, wenn jetzt halt mein Provider so ein YouTube-Video länger cached, dann kann das ja auch manipulieren, hat er genügend Zeit dazu, irgendwie was anderes auszutauschen. Das heißt, ich muss das jetzt irgendwie kryptografisch verifizieren können, dass das auch wirklich von YouTube stammt. Und was dabei noch so ein bisschen rausfallen soll oder kann, ist halt, dass man noch so ein bisschen Anonymität hat, weil wenn jetzt halt der Rechner ganz links das Video verteilt, dann sieht er ja eigentlich nur, dass das an den Router rechts von ihm verteilt. Und er weiß ja gar nicht, an wen er es weiter verteilt. Sodass dann halt so ein bisschen halt bei den Clients Anonymität herrscht. Dann kann man sich jetzt eine Struktur so ein bisschen vorstellen. Also das Ganze ist halt mit DNS angelehnt. Also DNS ist ja auch dazu da, um mit den Nummern von IP ein bisschen klarzukommen. Und dann sagen zum Beispiel die Rechner ganz links, was für Namespaces halt sie bedienen können oder was für Namen sie bereitstellen. Also es ist auch nicht so ein Stein gemeißelt, dass es nur einen Rechner gibt, der YouTube halt bereitstellt. Es könnte auch mehrere Rechner geben, die auf der Welt verteilt sind. Und dann wird einfach eine Anfrage nach YouTube halt in den nächstgelegenen Rechner weitergeleitet. Und dann, wenn jetzt halt jemand sich schon mal Dragon Ball reinziehen möchte, dann kann er halt an seinen nächstgelegenen Router halt diese Anfrage stellen. Er hat dann mehrere Namespace und macht dann auf den Namensabschnitte Longest Prefix Matching. Das heißt, er guckt sich halt bis zum ersten Slash halt den Namen an, das wird jetzt hier kommen, und kann dann entscheiden, dass er halt den unteren Weg nehmen soll. Und der Rechner darunter kann halt auch wieder anhand des YouTubes erkennen, an welchen Rechner das weitergeht. Was jetzt hier vielleicht noch ein bisschen fehlt, ist halt, eigentlich müssten alle Rechner komplette Sicht des Netzes haben. Also dieser Router könnte den beiden auch noch mitteilen, welche er kennt. Also das wäre ein bisschen blutig. Ne? Und dann kommt eine Antwort zurück. Also ich habe jetzt mal den oberen Teil rausgeschnitten. Und diese Antwort kann halt so aussehen, dass halt die Daten erstmal versioniert sind. Also falls man irgendwie Fehler aus dem Video rausgenommen hat oder falls
Also andere Möglichkeiten könnten auch YouTube-Kommentare sein. Also dass halt die Kommentare auch gleich mit in der Datei eingebettet sind. Und dann braucht man halt auch dafür irgendwie eine neue Version, falls einer neuen Kommentar hinzufügt. Und das nächste ist dann auch noch, dass man halt ja auch bestimmte Paketgrößen hat. Und wenn ein Video größer ist als eine Paketgröße, dann muss man es natürlich in mehrere Teile unterteilen. Also das sei, man kann auch sagen, jetzt ist es der Nutzdetail, also dass man jetzt so auch noch Videos streamen kann, indem man einfach hier, man hier mehrere Teile anfragt. Und dazu gehört dann noch eine Signatur im Namen und dann halt so ein riesen Block, wo das Video drinsteckt oder die Daten drinstecken. Und wichtig ist jetzt hier auch, dass das Video exakt der also den Weg der Anfrage zurückmarschiert. Denn der Rechner, der hier gefragt hat, hat nirgendwo seine Adresse preisgegeben. Also YouTube weiß das im Zweifel nicht. Und jetzt ist natürlich so diese Frage, ne? Wird das YouTube mitmachen? Wird das Facebook mitmachen? also ich glaube es nicht. Und jetzt ist aber auch der Vorteil, dadurch, dass man jetzt hier für einen eindeutigen Namen hat für diese Daten, also die können auch nicht mehr verändert werden, kann halt auch dieser Router, die können die speichern. Und das wird sich halt so nicht mehr ändern. Und falls nochmal ein Nutzer kommt und nach diesen Daten fragt, dann kann er zumindest jetzt vielleicht beim ersten Mal, also bei diesem bei der generischen Anfrage nicht weiter helfen, aber wenn halt spezifische Anfragen nach diesem Paket wiederkommen, dann kann halt dieser Router sofort das aus seinem Cache rausholen, das an die umliegenden Rechner weitergeben. Das heißt, er muss nicht erst nochmal YouTube nachfragen. Und die Rechner können natürlich auch sicher sein, dass der Router nicht manipuliert hat, weil halt eine kryptografische Signatur dran ist, sofern er algorithmus sicher ist. Und die Vorteile daran sind jetzt also, dass wir auch im Netz keine Baumstruktur mehr brauchen. Es kann ja sein, dass jetzt dass es mehrere Rechner gibt, die einen Korb YouTube bereitstellen. Und dann sind die auch von der Metrik halt gleich gut. Und dann wird halt einfach ein Router mal so eine Anfrage an beide schicken und dann einfach mal gucken, ja, von wem kommt die bessere Antwort. Also wer schneller, wer hat die höhere Datenrate. Und dann wird er halt diesen Rechner bevorzugen, der ein besseres Ergebnis liefert. Und dann kann er halt auch irgendwann mal sporadisch nochmal den anderen Rechner austesten, um zu gucken, ob sich dann irgendwie die Netzauslastung geändert hat. Dass die andere YouTube-Quelle vielleicht mittlerweile Daten schneller und besser bereitstellen kann. Das nächste ist jetzt auch, wenn man zum Beispiel mit dem Handy unterwegs ist, und was runterlädt, oder? Okay, das macht wohl keiner, aber. Aber wenn man mit dem Handy unterwegs ist und man kriegt irgendwie Daten, dann, und man macht ein Handover, dann müssen halt die Daten nicht komplett von YouTube neu übertragen werden, die man dabei verpasst hat beim Handover, sondern muss einfach nur nochmal einen Router weiter Richtung YouTube gehen und der wird dann höchstwahrscheinlich halt die Daten noch im Cache liegen haben und die werden dann wieder zurückkommen. Und etwas anderes ist dann auch noch ganz schön, dass man eventuell noch dieses WLAN fixen kann. Weil das Problem bei WLAN ist ja auch, dass da sporadisch Daten verloren gehen. Also auf jeden Fall mehr als es TCP lieb ist. Und hier ist es jetzt aber so, dass halt dieses, dass dieses ganze Fenster, also wie viele Daten angefragt werden und verschickt werden, das ist eigentlich jetzt nur in der Kontrolle des Clients. Und ein Laptop weiß ja, wie er jetzt direkt verbunden ist, also ob er per WLAN drin ist oder per Kabel. Und er könnte dann eventuell den Algorithmus darauf anpassen. Das Ganze hat auch ein paar Nachteile. Also man kann sich vorstellen, dass halt so ein Name vielleicht ein bisschen länger als eine IPv6-Adresse werden kann. Ein anderes Problem ist jetzt auch noch... Aber leichter zu merken. Aber das macht so viele Maschinen nicht schöner. Ne? Ja. Das nächste Problem ist jetzt auch noch das Longest Prefix Matching. Denn wenn man sich das hier mal anguckt, das hier sind Namen, die unterschiedlich lang sind. Hm. Und... Ja, bei IP hat man ja, kann man davon ausgehen, ja, wir haben 32 oder 128 Bit und dann haben wir dann vielleicht noch so das Subnetz. Also aber man kann halt schon mal davon ausgehen, dass es nicht mehr als 128 Bit werden. Und hier kann das halt beliebig lang werden und es gibt jetzt noch mehr als 10 Buchstaben. Also der ganze Raum ist halt ein bisschen größer. Und wo das Ganze jetzt also auch noch wieder auch nicht so gut ist, ist, wenn man jetzt alles individuell verschlüsselt. Also wenn jetzt zum Beispiel ich mich mit YouTube unterhalte und das dazu HTTPS benutze, dann schalte ich ja jeden Cache auf dem Mittelweg aus. Ne? Und, ja, oder wenn YouTube irgendwie so eine
Sitzungs-ID, so ein Cookie mitsendet oder so, die sie einfach in diese URL mit reinpacken. Dann hebelt das ganze Caching ja auch im Prinzip aus. Also eine userspezifische ID halt. Ja. In diese Adresse. Aber ich stelle mir das dann auch so ein bisschen vor. Also ich kann mir schon vorstellen, dass um jetzt die eine Videoseite abzurufen, dass du dafür halt direkt immer zu YouTube gehen musst. Also damit YouTube auch noch sehen kann, was du, ja, was du dir anguckst. Also die wollen ja auch noch Dick Tracking machen. So. aber was halt auf jeden Fall völlig für die uninteressant ist, ist ja, wo die Videos liegen. Okay, ja, das stimmt. Ja, also dass sie dir dann halt diese Seite geben, ja, von wegen, ja, hier ist Videofenster, da unten sind die Kommentare, rechts davon sind halt die vorgeschlagenen Videos. Mhm. Aber das Video an sich und die Vorschaubilder und so, die können ja irgendwie bei dem Provider im Cache liegen. Und du kriegst dann von YouTube eigentlich nur ein Handle auf den Anfang vom Video und danach geht es dann hoffentlich mit Provider-Cache-Seite weiter. Und wenn der Provider es nicht gecached hat, wird er es halt cachen. Und momentan ist halt das Problem mit diesen YouTube-Caches, es ist ja nur ein Spezialfall für YouTube. Mhm. Und die Provider haben sich ja, oder ich meine, für jede andere Seite musste wir eine Spezial- oder eine Speziallösung entwickeln. Und das wäre jetzt halt so eine Generalisierung davon. Ist das in der Standardisierung? Oder? Also das ist ein Forschungsprojekt. Okay. Wo ich halt noch meinte, mit dem mehr Overhead, ne? Also dann müsst ihr euch vorstellen, also so, ich glaube, wenn man noch relativ kurze Namen hat, dann hat man jetzt so ein Protokoll-Overhead von mehr als 20% gegenüber TCP-IP. Und das Longest Prefix-Matching, das macht das auch extrem langsam. Also die haben dann auch noch ein Paper gehabt, wo sie dann mal ihre Software getestet haben. Das war aber nur eine reine Software-Implementierung, ohne Hardware-Unterstützung. Und dann haben sie mal so getestet, ja, wir haben jetzt hier so eine 10 Mbit-Leitung zum Server, danach ist ein Router und dann kommen irgendwie 100 Mbit-Leitung zu Clients. Und dann haben sie das jetzt geguckt, ja, wenn wir jetzt da ein Video von laden, dann wird natürlich jetzt jeder Client eine Leitung bei IP halt so den Server aufmachen, darüber halt das Video laden und diese 10 Mbit-Leitung wird total ausgelastet sein für eine längere Zeit. Und dann haben sie schon zeigen können, dass wenn sie das mit diesem Protokoll machen, das Ganze etwas langsamer dauert, als bei IP ein Video zu übertragen. Und dann sind alle mit ihren Videos bedient. Also auch wenn es 10 oder 100 Clients sind. Und dann haben sie halt auch nochmal geguckt, was passiert, wenn jetzt dieser Server ganz viele Videos hat und auch die Clients ganz viele unterschiedliche Videos anfragen. Mhm. Und dann kommt man leider schnell dann an die Grenze der Software. Also sehr schnell. Also ich glaube, ich hätte irgendwo noch das Paper dazu offen. Also das war wirklich so schnell, da muss noch was passieren, sonst ist das halt nicht irgendwie einsetzbar. Ich glaube, es waren irgendwie so weniger als 100 unterschiedliche Namen oder Server. Mhm. Und das war halt, also dafür, dass das Internet hat ja eigentlich so Hunderttausende von Rechnern oder Seiten und die Provider, die müssen ja auch eine Menge Traffic durchleiten. Und für die Größenordnung funktioniert das überhaupt nicht. Und dann auch noch speichern, ja. Und also das Problem ist hier halt eigentlich, dieses Longest Prefix Matching ist ein riesen CPU-Problem. Also wenn man dieses Longest Prefix Matching mit Texten effizienter hinkriegt, dann ist das natürlich besser. Es spielt auch überhaupt keine Rolle, wie groß die Fragmente oder die Daten sind. Also es können auch irgendwie MB-große Videos oder Datenfragmente sein. Das ist ja kein Problem, aber das, die vielen verschiedenen Videos, die im Cache liegen, die alle durchzugehen, das ist das Problem. Also nicht die Videos, sondern die Daten. Das können auch Bilder sein oder so. Ist das nicht ein Nachteil, dass man die Route nicht optimieren kann? Die müssen sich doch alle merken, von wo die Anfrage kam und auch da genau wieder hin zurückschicken. Ja. Soviel ich weiß, ist das aber bei IP so ein kleines Problem, dass die Antwort, also du kannst halt die Anfrage über eine Richtung machen und die Antwort kommt über die andere zurück. Und dann geht irgendwann die Leitung kaputt. Und du weißt nicht, ob es dieser Teil ist oder dieser Teil. Und so siehst du halt sofort, wenn irgendwie die Antwort kaputt ist, dann ist halt, siehst du halt auch, welche, dass es nur eine Route gibt, die dabei kaputt gehen konnte. Und der Client selber, der sieht auch überhaupt nicht, welche Route das genommen hat. Also wenn das mal, also dieser Rechner hier, der sieht jetzt halt nur, dass er das Paket hier hingeschickt hat. Der kriegt nicht mehr mit, wie das Paket hier nach weiter marschiert. Ja, das ist doch bei IP auch so. Mhm. Dass der Client das nicht mehr... Also bei außer wenn kannst du die Hops zählen und dann, was ich ja, 7 Hops oder sowas, dann bricht der Pfad ab. Ja. Gibt es denn Erkenntnisse darüber, wie redundant diese Daten sind, die von YouTube
die wir uns alle bei YouTube anschauen? Also, ich also wie viel man davon haben könnte im besten Fall, wenn man das in großen Caches zwischencached? Nee, davon weiß ich nichts. Aber ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel Gangnam Style schon nachgefragt wird. Einige wenige sind dabei. Aber man muss das halt früh genug merken, dass das eines davon ist. Und dann die ganzen anderen, die nicht häufiger nachgefragt werden, dann auch wieder vergessen. Aber ich denke mal, da kannst du dieselben Strategien anwenden, die dann auch zum Beispiel ein Betriebssystem beim RAM anwendet, um Daten zu cachen. Bleibt halt nicht viel über, fürchte ich. Ja. Warum kann ich da nicht einfach sagen, ich bin jetzt com/YouTube und alle veräppeln? Und ja, was wird da dann gemacht, dass das nicht geht? Also das, man hat sich ja ein bisschen was mit Kryptographie einfallen lassen. Ich hatte auch erst gedacht, sie nehmen halt das, was jetzt irgendwie in letzter Zeit so kaputt gegangen ist. Aber sie haben sich dann auch ein bisschen was anders ausgedacht. Also das ist erstmal von der Kryptographie her hierarchisch. Also dass jetzt zum Beispiel Com hat einen Schlüssel und YouTube hat einen Schlüssel. Weil jetzt aber YouTube wiederum unterhalb von Com agiert, wird halt noch der Schlüssel von YouTube von Com signiert. Also so von wegen, du bist jetzt ein Teil von /Com. Und dann signiert auch wiederum YouTube seine Videos. Und die Router gucken dann halt auch sich diese Zertifikatsketten an. Mhm. Aber das heißt jetzt erstmal nur, dass dann eine Signatur ausgestellt wurde, heißt hier nur, dass geroutet werden darf. Also das ist jetzt ein bisschen abgeschwächter von den CAs, die man jetzt noch so kennt. Oder von die man jetzt kennt. Also dass das irgendwie von wegen, du darfst alles machen oder irgendwie was oder mich irgendwie repräsentieren. Also. Und dann kannst du dann halt diese Zertifikatskette ja schon mal sehen, ob das Video in Ordnung ist. Und das Problem könnte natürlich sein, wenn du das erste Mal mit YouTube in Kontakt trittst, wenn du den Schlüssel von YouTube noch nicht kennst, dann kann es natürlich schief gehen. Und wer vergibt diese Namen dann? Da habe ich keine Ahnung. Das ist auch ein Forschungsprojekt. Ich glaube, da hat man nicht so viel Infrastruktur rein investiert. Ne? Ja, das wird irgendwie wieder so eine Organisation wie die IANA sein oder sowas. Ja. Wäre noch eine Frage, wie ist denn überhaupt die Kapselung? Ist das jetzt ein Layer über IP oder ist das was ganz anderes? Oder? Also die stellen sich das eigentlich so vor, dass sie oberhalb von Ethernet arbeiten können oder auch oberhalb von IP. Und genauso stellen sie sich halt auch vor, dass IP überhalb von dem hier arbeiten könnte. Also die wollten das relativ. Die hatten vor, universell zu sein. Hat sich jemand in dieser Forschungsgruppe Gedanken gemacht, was das für Hardwareanforderungen in so ein Router mit Cache-Funktion geben? Ja, wie du siehst, also das Paper zum Beispiel, wo sie mal geguckt haben, wie schnell funktioniert, das ist von 2012, also jetzt erst vom letzten Jahr. Und da sind sie auch gerade erst mal am Gucken, wie schnell geht das überhaupt. Und ich weiß jetzt nicht, wie teuer Plattenspeicher ist, aber die NSA kann ja anscheinend auch große Rechenzentren mit viel Festplatten bauen. Die haben aber auch Geld ohne Ende. Ja, das Problem ist halt immer, das Netz wächst halt mit. Ne? Also genauso viel Speicherkapazität, wie das Netz selbst hat, müsstest du im Prinzip selber schon vorhalten. Ja, also ich denke, die Frage, wie eine Quote sein soll, wie viel Cache haben möchte. Ja, gut, ja. Also das ist natürlich auch so, wie er schon sagte, ne? Du kannst ja auch sagen, ja, jetzt irgendwie von Fefe, das muss ich nicht cachen, das ist eh nur Text. So. Und das wird nur verschlüsselt aufgerufen, also das brauche ich nicht. Also da kann man ja quasi auch als Provider sagen, so bestimmte Caching-Strategien anwenden. Wo man einfach mal... Ja, klar. Könnte man über sowas nicht auch super einfach Peer-to-Peer machen? Also indem man einfach der eine hat Part 100, der andere hat Part 101. Genau, ich brauche immer nur den richtigen Router fragen, wer gerade welchen Part hat. Und keiner weiß, wo die anderen Teile liegen. Ja. Da brauchst du natürlich noch das Problem, dass halt irgendwo einer sagen muss, ja, ich stelle das jetzt zur Verfügung. Und müsste dann ja auch irgendwie global geroutet werden. Und da, finde ich, sieht man an dieser Architektur schon so ein bisschen, dass das echt jetzt auf Videoverteilung so ausgelegt ist. Also es gibt halt auch noch die Möglichkeit, jetzt wie bei IP, dass halt auch so ein Rechner halt Namen kriegt. Das ist auch nötig, wenn er E-Mails verteilt. Weil E-Mails verteilen wird dann halt so aussehen, dass halt der hier zum Beispiel zu DevStar geht und eben durch ein Interface-Package mitteilt, dass er eine E-Mail zu verschicken hat.
Und dann fängt halt TestStar an, mit jetzt Interest Package zu sagen, ja, jetzt gibt man den ersten Teil von der E-Mail, dann läuft das hier wieder zurück und dann kommt er wieder und sagt, ja, gib mir den nächsten Teil. Und das kann natürlich auch parallel laufen, also dass er sagt, ja, gib mir die ersten 10 Teile, um das halt ein bisschen schneller zu machen. Also je nachdem, wie halt die Leitung aussieht. Also dann lädt sich halt dieser Server von dem halt die E-Mail runter. Aber dann jetzt bei Peer-to-Peer müsste man halt auch irgendwie wieder dafür sorgen, dass halt jeder Rechner in diesem Schwarm halt mit seiner Adresse bekannt gemacht wird. Und dass die Rechner, also dass die anderen Rechner im Schwarm halt auch gleichzeitig das runter, ja nicht gleichzeitig, aber dass es auch gecached wird, was die laden. Kann ich nicht sowas machen wie, ich gucke einfach in allen Caches, die ich kenne, nach dieser Datei oder so? Bisher ist das, glaube ich, so, dass die Router nicht die Caches nach außen ankündigen. Also das wäre halt so, wenn man könnte mal vorstellen, jetzt fällt dieses Com weg. Dann fängt der nicht irgendwie an, um zu announcen, dass er noch irgendwie was von YouTube gecached hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob das dann mit deiner Strategie, in den Caches nachzugucken, funktioniert. Weil die gucken ja nur bei sich jetzt immer in den Caches nach und sagen so, also ich habe nicht gelesen, dass du von außen halt nachfragen kannst, was hast du im Cache drin und gib mir einfach mal alles. Ja. Aber es ist ja auch noch so gedacht, dass halt, wenn du jetzt irgendwie sensible Daten hast, die kannst du auch noch verschlüsseln. Also ich meine, du brauchst ja schon Kryptographie wegen Signaturen und dann kannst du halt sensible Daten auch noch verschlüsseln, also dass das aus dem Cache-Abschnorchel nicht so wild wird. Dann kriegst du hoffentlich eh nur öffentliche. Wie sieht das mit dem Accounting aus? Normalerweise kann ich da dann irgendwie einen Server chargen nach dem, was für ein Traffic der erzeugt. Wenn ich jetzt aber den Inhalt aus irgendwelchen Caches rausziehe, dann kann ich nicht mehr den Anbieter dafür chargen. Ja, aber ich glaube, da haben sie sich auch nicht so viel Gedanken gemacht. Die wollten halt das Netz irgendwie effizienter machen und nicht noch irgendwie Geld generieren. Also, ja, aber die Netzbetreiber möchten Geld generieren. Genau, das ist das, was die Netzbetreiber machen, irgendwie kriegen wir dafür Geld. Ja, ansonsten können die ja immer noch sehen, was aus ihren Caches auch rausgeliefert wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie die Telekom anfängt, dann in jeder Stadt halt so einen riesen YouTube-Cache aufzubauen. Also dann kann ich mir eher vorstellen, dass die dann, wenn schon nach Bundesland oder nur deutschlandweit einen YouTube-Cache aufbauen. Die Frage ist, ob der Cache dann schneller ist als YouTube. Aber da wäre eh nicht viel drauf. Ich meine, bei dem Video, die hier gesperrt sind. Ja, andererseits musst du es aber mal so sehen, wenn die populären Videos hier gesperrt sind, wird es das eigentlich ein bisschen anstrengender machen. Also, ich meine, sowas wie Gangnam Style geht ja in Deutschland nicht. Und das ist ja ein populäres Video, das von vielen gleichzeitig abgerufen wird. Dann, wenn es das in Deutschland nicht gibt, dann gucken sich Leute irgendwas anderes an. Und dann werden sich vielleicht 10 Leute 10 unterschiedliche Videos angucken. Verdammter Mist. Ist das angedacht, das zur ITF zu tragen? Keine Ahnung. Also das ist halt wirklich noch so ziemlich Forschungsgegenstand. Aber sie hatten halt schon also zumindest die erklärte Absicht ist mal irgendwie eine IP-Ersetzung zu machen. Also, wenn es sie zum Beispiel Sachen mit dem neuen Prefix-Matching loskriegen, dass man auch irgendwie das parallel zur IP betreiben kann. Und dann haben sie sich halt auch schon mal vorgestellt, ja, wie sieht ein Parallelbetrieb dazu aus? Und die hatten dann auch vor, Protokolle wie BGP oder ISAS mit zu benutzen, um halt diese Präfixes in ihren Netzen zu verteilen. Sie meinten halt, also ich kenne mich mit dem Protokoll nicht aus, aber zumindest in dem Paper stand halt drin, dass eigentlich diesem Protokoll das relativ egal ist, was für ein Payload sie tragen. Und dass sie auch genau sowas halt auch in den Provider-Netzen verteilen können. Ja, cool, danke.